Okay. Da sind wir schon. Gut. Dann einmal nach Hause, abliefern und wieder her. Ist natürlich ein Stückchen bis nach Hause, ne? Wie haben wir da? 1300. Ja, meine Güte. Oh ja. Mal gerade aussteuern, Mann. Unterhalten Sie uns von großen, alles töten wollenden Kreaturen fern, bitte. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Komm wir mal einen auf Delfin. Uah! Ein bisschen mehr die Nase runter. Grad. Ein warmer Tag heute hier im Wasser. Wir sehen die Heimat. Wird ist die Kamera schon weg? Oh, es geht ja. Docken auch richtig an, dass man ein bisschen aufladen, das Ding. Die Angstblase angedockt. ja. Das packen wir darin. Was ist denn mit dieser Tasche? Jetzt kann ich damit eine geht hier irgendwo hinstellen. Aber sobald man was reinpackt, kann man sie nicht mehr mitnehmen. Ja. Ist auch ein bisschen schade, ne? Frachtraum. Ganzen Teile. Ist ja auch fast kein Platz mehr in der Ding. Hier oben mal noch einen neuen Schrank.
Quarz und zweimal Titan. Nahrungsblöcke, Wasser. Das will ich erstmal nicht. Nee, Quatsch. Der Kram kommt woanders hin. So. Jetzt können wir hier alles noch nicht bauen, aber wir können das Ding erweitern. Bewirkt deine Stoßkraft so viel. Können wir also fürs Schiff so ein tragbares, was wir da in tragbar haben, können wir da fürs Schiff bauen. Spaß. Schwache Flugscheibe-Signatur. Stoßkanonenbauplan, okay. 87 Sachen. Ja, das ist Krebsexoskelett. Krebsexoskelett Modell 3. Klettern, Rohstoff abbauen, erkunden, bergen, springen. Die druckausgleichenden, wasserdichten Krebsexoskelette sind eine Reihe von Mechs, die entwickelt wurden, um den Piloten vor extremen Umgebungen zu schützen. Das Modell 3 ist die neueste Generation, wo bisher nur von Altera für die eigenen hochwertigen Phasentore-Operationen eingesetzt. Der Krebs isoliert vollständig von der äußeren Umgebung. Okay. Leistungsstarke hydraulische Gliedmaßen ermöglichen den Umgang mit Objekten und die maschinengetriebene Bewegung im Einsatzgebiet. Heckdüsen bieten Manövrierfähigkeit in Umgebungen mit geringer Schwerkraft. Mit? Zur Erleichterung der Ressourcengewinnung und fortgeschrittenen Erkundung sind eine Reihe von Modifikatoren verfügbar. Das Ding klingt geil. Das Ding klingt geil. Den Bioreaktor haben wir gebaut. Kann in jedem Mehrzweckraum einer Basis installiert werden. Kompostiert auf chemischem Weg organische Materialien und wandelt diese mit der Zeit in Energie um. Verarbeitet jedes Pflanzenmaterial von Samen und Sporen bis hin zu verfaultem Obst und Gemüse. Kann auch tierisches Gewebe verarbeiten, Fett, Muskeln, Eier etc. und einige organische Abfallprodukte. Die Energieproduktion ist proportional zum Energiegehalt des organischen Materials. Der Bioreaktor, ganz und gar organisch. Ah ja. Indikatorstation, gut, jetzt nicht. Der Lichtstab, ja gut, den kann man hinstellen und leuchtet halt im 300 Grad Radius. 360 Grad, 300 Grad Radius. Der Jude 300 Grad Radius. Notizen haben wir nichts Neues. Öffentliche Dokumente. Ja gut, das werde ich nicht alles vorlesen. Also das ist einfach. Das ist einfach viel zu viel. Also wirklich schön, dass ich da so einen Umfang, aber. Werde ich mir persönlich alleine mal durchlesen, aber das kann ich nicht alles vorlesen. Dann mache ich ja immer ja Marmeladenoma.
Ausrüstungszeichen des zweiten Offiziers. Das hatten wir alles. Überlebende der Degasi? Degasi? Wer ist das denn? Ein bisschen abarbeiten, dass hier nicht mehr ganz so viele Exemplare mit Symptomen einer Infektion. Was ist das denn? Dieser Organismus zeigt Anzeichen einer unbekannten bakteriellen Infektion. Leuchtende grüne Blasen bilden ein Netzwerk um infizierte Stellen herum. Pathologie weist auf ein Bakterium hin, das durch Wasser übertragen wird und das in der Lage ist, durch Haut und Atemorgane in den Körper vorzudringen. Ne, das ist geil. Grundlegende Hinweise auf genetische Mutationen und aggressives Verhalten. Das Bakterium selbst ist anders als alles, was mir bisher in der menschlichen Forschung aufgezeichnet wurde. Ah, geil. Warnung, Ansteckung möglich. Meiden. Fleisch unter keinen Umständen verzehren. Juhu. Fremde Eier. Das sind die meine Eier, das sind fremde Eier. Es gibt Hinweise, dass sich die meisten, wenn nicht sogar alle einheimischen Tierarten durch Eiablage vermehren. Eier können auf dem Meeresboden liegend unter Geröll begraben oder sogar in Felsspalten eingeklemmt werden. Verschiedene Arten bevorzugen wahrscheinlich verschiedene Biome als Nistplätze. Eier, die in freier Wildbahn entdeckt wurden, befinden sich in einer Form von natürlichen Stase und warten wahrscheinlich auf die ideale Bedingung zum Ausstüpfen oder auf die Aufgabe eines entscheidenden Enzyms, Abgabe eines entscheidenden Enzyms, das den Prozess in Gang setzt. Es ist unmöglich, die Tierart eines Eies von außen zu ermitteln, jedoch kann es möglich sein, eine Schlüpfreaktion zu simulieren, wenn ein Ei in einer geeigneten Lebensform Zuchtbehälter belegt wird. In einen geeigneten Lebensform Zuchtbehälter. Ach du Mann. Umgebungsscan, geologische Daten. 4046b. Wasserplanet der Kategorie 3. Sauerstoff, Stickstoff, Atmosphäre, umfangreiche Biodiversität. Sicherheitshinweise. Kann Raubtiere in Leviathangröße beherbergen. Das war der, der meine Motte zerstört hat. Wasser ist hochgradig mit einem unbekannten Bakterium verunreinigt. Nice. Planet ist außerhalb des Föderationsraums. Rettung unwahrscheinlich. Noch besser. Eine Erkundung dieser Welt ohne Schutzkleidung und umfangreiche Ausrüstung wird nicht empfohlen. Ja, klar. Eckstellenaufschlüsse, okay. Na gut, das sind jetzt die Erklärungen der einzelnen Sachen. Das müssen wir jetzt auch nicht wirklich verinnerlichen. Zeitkapseln. Oh, das war in Englisch. Hi, I'm Double J. Also JJ. I guess I'm one of the first people who can actually launch a rocket. If you get this message, then make a screen and send it to me. Oh, and yes, I need to say something special. Let me think, okay? I know, I love spaghetti. What? Okay, ich bin halt JJ. Ich bin einer der ersten Leute, der wirklich eine Rakete starten kann. Wenn du diese Nachricht erhältst, dann mache ein Foto und schick es mir. Yes, und ich muss, ach ja, und ich muss auch etwas Spezielles sagen. Lass mich nachdenken. Okay, ich weiß. Ich liebe Spaghetti. PS, here I give you a sea glide. Was ist das? Seegleiter? Ach, hier, so ein, ja, okay, ja. Hier, PS, ich gebe dir einen Seegleiter. Das, die heißen ja Seegleiter. Well, it was home while it lasted. Won't mind going somewhere with fewer things trying to eat me through. Hä? Ich will irgendwo hingehen, wo weniger Sachen... was? Ah, ich würde irgendwo hingehen, wo weniger Sachen sind, die mich essen wollen. Okay. Das ist schon ganz schön. Meine Güte, also Mühe geben sie sich ja, ihre Welt hier zu erschaffen. Muss man ihnen lassen. Muss man ihnen Leid loslassen. Ringpflanze, eine Pferde, Landpflanze, Phase.
Basenähnliche Stamm schützt das Wurzelsystem vor Fraß und repariert sich mit der Zeit selbst. Das erklärt die charakterischen Risse am Stamm. Aha. Nicht essbar. Wertbare Pilzenzyme. Stängel. Leuchteglut. Girlanden, kleine Fische. Aha, Beute. Esterkraut. Hätte man alles. Das ist wirklich krass umfangreich, ne? Wörterlang meiden oder außer Gefecht setzen. Ach so. Zudem zum Windegras gibt es nicht mal ein Bild. So ist das. Tranke. Wurzel. Oder was können wir mal? Tranke. Diese Seetangart wächst in den Licht. Lichten gehört zum tief unten auf dem Meeresboden und bietet Schutz für verschiedene kleine und große Tiere. Das Überleben in diesen Tiefen ist eine Herausforderung und die Tiere, die hier leben, haben ungewöhnliche Überlebenstechniken entwickelt. Darunter das Fehlen von Hauptpigmenten, die abhängig von natürlich vorkommenden Metallen und Ölen zum Temperatur- und Druckausgleich und in einigen Fällen sogar elektrischen Abwehrmechanismen. Das pulsierende rote Öl, das die Blutranke absondert, läuft zu gallenartigen Blasen zusammen, die regelmäßig abfallen und lebenswichtige Nahrungsquelle für das örtliche Ökosystem bilden oder im Laufe der Zeit im Boden versickern. Das ist der größere Teil davon. Ne? Dieses Wurzelsystem spannt sich gewöhnlicherweise von einer Höhlenwand zu einer anderen. Erstens verdrilltes Wurzelsystem. Sobald diese Wurzel ins offene Wasser durchbrechen, wickeln sich ihre Ranken umeinander, was eine höhere Festigkeit bewirkt. Zweitens Durchwurzelung von Höhlenwänden. Sobald die Wurzel auf eine Höhenwand trifft, dringt sie in den Fels ein und wächst weiter, wenn auch langsam. Das muss man eigentlich anders sehen. Sobald diese Wurzel auf eine Höhenwand trifft, dringt sie in diese ein und wächst weiter, wenn auch langsamer. Blutwurzeln und Blutranken, sondern Blutölpusteln ab. Das bestätigt, dass es sich hier tatsächlich um ein und dieselbe Pflanzenart handelt. Der Hauptteil des Wurzelsystems wächst tief im Felsen und bricht gelegentlich ins offene Wasser durch. Um unerschlossene Gesteinsvorkommen zu erreichen oder um Ranken zu bilden, die sich von Nährstoffen im offenen Wasser ernähren. Ein Gelsack. Beurteilung essbar. Essbar. Siehst du, chinesische Kartoffeln. Wir sind im China-Sektor. Also, essbar, hoher Wassergehalt. Ah. Ich hätte lieber die mitnehmen. Ich hätte die nie wegschmeißen sollen. War auch nicht ganz so clever. Ach, die haben auch einen hohen Wassergehalt. Das ist eigentlich egal. Aber. Also, das sind die. Lebenswichtiger hoher Fremdstoff. Ja, Schwefelpflanze kennen wir auch. Okay, die kennen wir alle. Tiere. Fleischfresser, das sind die Beißer, geil. 2% Gehirn, alles klar. Rudel meiden, versuchen nicht zu bluten. Ah. Achso, ich soll nicht versuchen zu bluten. Okay. Nimm das Stasegewehr, die Stasekanone oder ähnliches mit, bevor du dich in die Höhen, in den Untiefen näherst. Kracherfisch, achso. Ach. Hirscher. Die haben Nachtsicht. Wortung, Pöscherzähne können bei der Herstellung von Imelinas zur Anwendung kommen. Und wie komme ich da ran? Ja, auch kleine Pflanzenfresserei, die. Ja, gut, ne? Ist man nicht. Parasiten, Luther. Lässt sich und unhygienisch meiden oder außer Gefecht setzen. Das ist auch so ein Standardspruch für ihn, wa? Paddelkäfer, wichtiger Abfallverwerter.
Die Anwesenheit dieser Tierart kann auf nahegelegene Höhlensysteme hinweisen. Aha. Beurteilung unglaublich. Mit? Leviathane. Diese riesige Tierart ist über 30 Meter lang und gehört damit zur Gruppe der Leviathane. Zum Glück ernähren sie sich ausschließlich von planktonartigem Wasser. Das, die leben wirklich, das sind wirklich Viecher? Ja, aber Pflanzen, kleine Fische und metallreiche Seepocken. Jetzt rochen. Ah, die ist draußen. Ihre Gegenwart ist ein Zeichen für trockenes Land in der Nähe. Hähnchenrochen, nicht essbar, aber harmlos. Nicht essbar. Und bei dem? Mit Vorsicht nähern. Die Säurekapseln können eingesammelt und weiterverwertet werden. Ach so. Ja gut, den blasen wir den Fischkenner. Hauptquelle für Trinken vorher am Anfang. Also das sind die jetzt die ganzen, das sind halt essbar sind die Fische hier. Spatenfische. Das steht auch. Gut. So, haben wir das auch mal ein bisschen hier updated hier. In der Zeit sind wir fast verhungert und verdurstet. Gut. Packen wir mal wieder unsere Ausrüstung ein. Wir müssen wieder zum Schiff zurück. Schade, dass man das nicht fixieren kann. Das Inventar. Das ist ein bisschen nervig, dass das hin und her rutscht, wie es will, weil es sich selber sortiert. Fände ich noch ganz schick, wenn das geht. Taschenlampe. Schweißbrenner. Wohin machen wir das? Das Wasser trinken haben wir. Das ist drin. Da brauchen wir auch nichts mehr. Okay, dann essen wir. So, Messer haben wir, die ist fast leer. Dafür haben wir eine Batterie mit. Das. Feuerlöscher. Ein Nahrungsblock und einmal Wasser liegt drin. Okay. Ah, was fehlt, ist ein Medikit. Feuer frei, würde ich sagen. Medikit. Bleibt drin alles. Ich weiß nicht, brauchen wir den Seegleiter wirklich? Nee. Können wir eigentlich auch rüberpacken erstmal. Systems online.
dass viele sich hier einfach auch schon gesammelt haben. Wegen meiner Kamera. Weiter nach rechts. So, auf Kurs. So sind wir auf Kurs. Batterie alle? Wie willst du denn eigentlich den großen scannen? Töte dich doch. Sind auch ganz schön, eigentlich ziemlich in der Nähe, ne? Das könnte man eigentlich auch mal schnell erledigen. Was ist das denn da? War's schon offen? Meter, 250 Meter tiefer. Kommen wir sogar mit dem Schiff runter. Schiff vorhin. Kommen wir mit dem Schiff hin. Tauchschiff. Hier, wir haben ja nicht angegriffen. Diamanten. Was ist das denn? Was ist das denn? Okay. Sprühen ein paar Funken, die Viecher. Nö. Ich gehe jetzt hier nicht sterben. What? Warum ist das so dunkel? Hallo? Nein! Nein! Bitte nicht! Bitte! Nein! Nein! Lass mich! Hilfe! Hilfe! Bitte nicht! Weg hier! Licht aus! Die Hand. Wenn man jetzt draufsteht, repariert so.